Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, wie ihr seht, bin ich jetzt allein. Beziehungsweise, ja, allein bin ich eigentlich ja immer. Nein, genau, jetzt habe ich gerade das Thema allein. Jetzt bin ich vorne mit meiner Mutter ein bisschen gefahren. Vor allem mit dem Fokus, also den Fokus habe ich mir selber gesetzt, auf die Kurve. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist jetzt schon etwas anderes. Jetzt von knapp 2 Minuten oder ja, von knapp 1 Minute, also kurz bevor das Video angefangen hat, ist meine Mutter noch hinten drauf geguckt, bin mit ihr noch gefahren und jetzt fahre ich allein. Und jetzt habe ich das Gefühl, so, ich bin viel leichter und viel flinker. Und ich fahre natürlich auch anders jetzt allein, weil ich halt leichter und flinker bin. Genau. Ist schon etwas anderes, wirklich. Und die Strecke, die ich jetzt gefahren bin, vielleicht kennt ihr einen oder anderen, der im Winterthur wohnt, die Strecke ist früher auch ein paar Mal, auch ein bisschen so potenzielle Prüfstrecke gewesen. Und jetzt ist es aber, aber jetzt habe ich auch von anderen schon gehört und vom Vorlehrer und so, dass die Strecke das Bühl bei Buchenmichel, dass das jetzt auch eine potenzielle Strecke ist. Und dort bin ich ein paar Mal gefahren, aber sehr schwierig, wenn du jemanden hinten drauf hast und eine so krasse Kurve, also wirklich richtig heftige Kurve fährst. Schon heftig, schon richtig heftig. Ja, jetzt muss ich hier links durch, ich habe jetzt noch mit einem Kollegen abgemacht und ich muss jetzt sagen, dass ich möglichst schnell zu Hause bin. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was haltet ihr vom vorproduzierte Videos. Also dass ich jetzt immer filme. Ich habe ja auch noch relativ viele vorproduzierte Videos. Und dann dass ich auch im Winter noch Videos habe. Also ich selber bin eigentlich nicht wirklich ein Fan davon. Warum? Weil einfach dann im Winter noch Videos kommen, die schon, oder auch wie auch immer, die einfach schon Monate, Wochen oder vielleicht sogar schon Monate her sind. Und ich habe eigentlich, ja. Aber man kann sagen, ja gut, aber dann hast du einfach gar keine Videos, wenn du dort vorproduzierst, weil im Winter so gut wie gar nicht fahren kannst. Aber ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn der vorproduzierte Video, soll ich Videos vorproduzieren für den Winter? Dann gebe ich Vollgas. Oder sage ich ihnen nein. Also ich sage grundsätzlich nein. Dann gibt es halt im Winter halt nur, wenn es richtig warm ist, mal das Video. Also wenn es wirklich trocken ist und vielleicht eventuell kalt, dann lege ich mich halt warm an. Wie auch immer. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde es wahrscheinlich eher nicht machen, vorproduzieren oder vielleicht ein paar nur. Und sonst kommen Reaction-Videos und Livestreams halt. Genau, so viel zu dem. Und ja, jetzt denke ich, boah, du fährst ja mega gut und alles. Aber es ist alles, wenn jemand hinten drauf ist, ist alles zögerlich. Das Gas geben, das Bremsen. Das Abbiegen, alles ist zögerlich. Warum? Weil er bei ihnen drauf ist und das tut so ein bisschen wie soll man das sagen, so ein bisschen nachziehen, sozusagen. Also, wenn jetzt, also das heisst, also wie so ein Rattenschwanz. Und du jetzt tust, wenn du jetzt fahren willst, dann musst du ein bisschen alles langsamer machen, alles, weil du halt gleich hinten drauf hast. Und das merke ich extrem. Also, da hast du jetzt gut gesehen, ich habe es jetzt nochmal gemacht mit der Mutter. Und sie hat die Abprüfung, dass du das wieder mit dir so machen. Aber vielleicht trotzdem mal schauen, dass ich das wieder mache. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre vielleicht gut, wenn wir das noch ein paar Mal würden machen würden. Weil das gibt es einfach dann richtig Sicherheit. Weil das muss, alles muss aus einem Handgelenk gehen. Beziehungsweise, ich habe jetzt den Parcours, den Parcours beim, wie heisst es? Straßenverkehrsamt. Ich habe jetzt ein paar Mal gemacht. Den Parkour selber kann ich eigentlich schon aus dem Handgelenk rausschütteln. Ich habe super, super leicht. Muss ja nicht nachdenken. Früher habe ich mich mega so konzentriert. Mache ich es zack, 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 zack. Aber wenn ich den Parkour mache und den so leicht mich aus dem Handgelenk schüttle, ist das Ding, dass ich einfach, wie soll ich sagen, dass ich nachher an der Spurgasse extrem mich konzentrieren muss. Und nicht schnell so, sondern wirklich so. Und richtig konzentrieren, weil ich jetzt ein paar Mal am frühen habe ich den Parkour besser können, weil ich mich eher musste konzentrieren und dann habe ich mich konzentriert und habe können und habe müssen konzentrieren, um das Slalom machen. Und jetzt kann ich das Slalom konzentrieren, mich nicht mehr und dann fahre ich zum Spurgasse und fahre viel schnell rein.
bremst dann runter wie ein Wahnsinniger, hat dann keine Stabilität mehr. Und genau, du musst, wenn du langsam fährst, vielleicht kann ich das auch mal vordemonstrieren, wenn du langsam fährst, die Spurgas machst, dass du ein bisschen so musst, mit dem Arsch so musst ausbalancieren, blöd gesagt. Wie meine ich das? Ich meine das, du fährst ja, also gut ist, dass ich einen Tacho habe, der digital ist, aber du fährst ja 1-2 km/h, darfst du höchstens drauf haben, über den ganzen Park, gut, dass du es schaffst. Du fährst nicht so dermaßen langsam, dass du eigentlich gar kein Gleichgewicht hast, also beziehungsweise dass du eben so musst ausbalancieren. Ich möchte es jetzt gerade mal zeigen, da kommt niemand. Also ich fahre jetzt mal ganz langsam, dass du so musst, so langsam fährst und dann musst du so ein bisschen mit dem Arsch so hin und her zittern. Schau, ich bin jetzt schnell, es kommt da hinten jemand. Stimmt, ich habe es richtig gesagt, ich bin schnell. Aber das kann man jetzt auch nicht machen. Ich mache das eventuell, vielleicht zeige ich das im nächsten Video mal, wie das so läuft. Aber es ist eben so, dass du musst wirklich so mit dem Arsch ein bisschen so musst probieren, links zu rechts mehr Gewicht zu geben und ein bisschen den ganzen zu spüren, oder? Ist halt wirklich. Und ihr seht jetzt habt ihr vielleicht das Gefühl, boah, du kannst mega gut fahren und alles. Ja, alleine ist das. Ich fahre Stunden. Ich habe mir jetzt einen Stundenzähler gekauft, wo ich noch drauf mache. Also, wenn man denkt, dass es gut läuft, bin ich jeden Tag vielleicht eineinhalb Stunden gefahren. Eine Woche fünfmal, oder ja, mit fünf, vielleicht acht Stunden, je nachdem, acht Stunden pro Woche bin ich gefahren. Und ja, darum habe ich schon ziemlich viele Stunden investiert, um zu fahren. Aber ja. Gut, ich muss mich konzentrieren, ein bisschen, dass ich mich nicht verfahre. Also wir müssen jetzt über den Straßenverkehr zum Teil. Sonst schaffe ich es nicht. Ich wäre jetzt behindert gewesen, wenn ich geradeaus in die Stadt reingefahren wäre. Dann wäre ich gar nicht mehr heimgekommen. Und normalerweise würde ich mir das Navi einstellen und dann über den Kopfhörer hier im Helm rein, den ich hier installiert habe, also extra so eine Freisprache-Richtung, würde ich sonst heimfahren, den Heimweg finden. Aber warum ich das nicht mache, ist erstens mal habe ich es vergessen zu laden, es läuft gar nicht. Und zweitens mal ist es auch gut, bin ich immer ein bisschen dafür, dass ich jetzt mehr probiere zu fahren ohne Navi, weil du hast in der Fahrschule gelernt, ohne Navi zu fahren natürlich, mit den Tafeln anzufahren. Und das wollte ich auch weiterhin so machen, beziehungsweise wieder mehr. Weil wenn ich irgendwo zu anderen gehe, oh Scheiße, jetzt ist da Barriere runtergegangen. Wenn ich irgendwo zu anderen gehe, dann ist das nur noch immer Navi einstellen. Also der erste Griff ist Navi einstellen, Musik machen und ja, wie immer. Darum ist es gut, dass ich ein bisschen so probiere, heimzufahren ohne das Navi. Und ja, ich muss schauen, dass ich. Also ich habe mir jetzt überlegt, ich kaufe mir einen Regenmantel im Amazon, eine Regenkombi für den TÜV, XXL, gelb leuchtend, und dann gehe ich fahren, wenn es auch regnet. Also regnet, wenn ich gegangen sollte, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, das Schiff richtig krass runter, wo da ich sehe, es fängt da regnet dann nicht. Aber dass ich das Regenkombi dabei habe und wenn ich merke, es fängt mehr an regnen oder wie auch immer, dass ich das Regenkombi habe, dass das definitiv eine Rolle liegt, dann muss ich halt noch mal fahren und das drüber anziehen. Aber für das muss XXL sein, dass es da drüber geht, oder? Dass ich dann wirklich mehr fahre, weil ich da jetzt immer mehr, Achtung, das Wetter, Achtung das. Ein bisschen so, wie wenn ich selber wenig Zeit verbringen will, wenn ich selber die Prüfung vermasseln will. Und darum würde ich auch, wenn es jetzt bei uns und das Wetter ist, wieder gefahren. Und dann schaue ich mal, ob ich am Sonntag halt ins Fitness kann, zum Beispiel, oder? Weil, also eigentlich, für mich zählt es so, ich bin zwar mega gerne im Fitness, aber ich mache jetzt Fitness nicht so professionell, wie es andere Leute machen. Das gibt wirklich Leute, die machen es wahrscheinlich, sind wahrscheinlich fast so, schon so gut wie irgendwelche Trainer, jetzt meine Links. Und ich bin natürlich überhaupt nicht so gut, überhaupt nicht. Aber trotzdem wäre es gut, wenn ich zwischendurch ins Fitness gehen würde. Aber ich gehe jetzt immer jeden Tag ins Fitness. Eigentlich wäre mein Plan von mir, gehst
ins Fitness, an den Tag, wo du ins Fitness gehst, und an den anderen Tag gehst du TÜV fahren. Oder das ist eigentlich kann ich das wollen als, habe ich das schon ein ungeschriebenes Gesetz gewesen bei mir, aber ich kann ich das wollen aussprechen in der Familie, dass ich das so mache. Aber irgendwie ist mir das zu wenig, weil dann musst du mal aufs WC, dann gehst du direkt heim, dann regnet es am nächsten Tag und dann bist du fast nicht gefahren, oder? Und darum wollte ich jetzt einfach so viel ins Fitness gehen, trainieren gehen mit dem TÜV, wie es nur geht. Du hast einen Deckel drüber gefahren, sehr gut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, ich komme jetzt aus dem Geschäft raus und das schifft wie wahnsinnig. Und ich meine, das Fitness, oder wo ich gerne TÜV fahre, das ist nicht so weit auseinander. Logisch, es kann sein, dass es nur lokal regnet, dass es jetzt bei der Arbeit regnet und zuhause wäre das schönste Wetter und es zieht vorbei. Aber wie auch immer, ich wollte mir das ein bisschen... Ich wollte und ich muss das Ganze ein bisschen spontan entscheiden. Aber eigentlich immer mit dem Fokus, dass ich eigentlich immer, wie heisst es, dass ich eigentlich immer gut fahren übe. Oder? Ich glaube, ich muss mir das noch mal mehr vertiefen, weil ich habe das Gefühl, in den letzten paar Tagen habe ich das wieder richtig vernachlässigt, so das TÜV fahren. Nicht einfach auf den TÜV steigen und fahren, oder? Sondern wirklich schauen, du, um was geht es in der Prüfung. Du musst jetzt zum Beispiel nicht einfach über Tollendeckel fahren, sondern du musst links an den Tollendeckel vorbeifahren. Nicht einfach über Fußgängerstreifen fahren, sondern links am Fußgängerstreifen vorbeiziehen. Und genau, so Sachen. Ist ein bisschen wichtig, oder? Dass man zum Beispiel jetzt so, da hat es links einen Tollendeckel gesehen, da finde ich, dass du jetzt nicht gerade links durchziehst, sondern fährst halt geradeaus. Und jetzt machst du so, fährst so durch. Und genau, das war bei mir. Ich habe mit dem Fahrlehrer bin ich gefahren, hat mir gesagt, die Kurvenlinie muss ich besser machen. Gangwahl. Auf Zug, in der Kurve, muss ich auch besser machen. Kurvenlinie habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, das war glaube ich alles gewesen. Ich würde sagen, ich bin allgemein wirklich ein guter Fahrer. Ich habe viel verbessert. Aber ja, genau. Ah ja, ich würde sonst sagen, wäre es das gewesen für das heutige Video. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.